Patrick, 25 Jahre Rheinparkstadion. Wir fangen jetzt aber einmal in der Vergangenheit an. In deiner Jugend, 1999, hast du hier angefangen beim FCV. Was sind da deine Erinnerungen? Ja, ich durfte mit 19 zur ersten Mannschaft kommen beim FC Vaduz. Das war natürlich damals ein Bubentraum, weil Vaduz dort schon eigentlich, ich sage jetzt mal, das Aushängeschild war. Ich durfte dann Erstliga spielen und wir sind dann aufgestiegen in die ACB. Ja, es war legendär und es ist unvergessen bis heute. Jetzt bist du bald seit 13 Jahren hier Geschäftsführer. Wie hast du die Nähe, wo du dort angefangen hast, wo du entschieden hast, mal jetzt mache ich das? Ja, ich habe durch meine vorige Tätigkeit schon Berührungspunkte gehabt, mit dem FC Vaduz und habe die Möglichkeit bekommen, mit 30 gesamt zu übernehmen. Und das war im ersten Moment natürlich für mich ein grosser Schreck. Aber ich war immer schon ein Traum, dass ich mein Hobby mit dem Beruf verbinden konnte. Und darum bin ich nachher eigentlich auch relativ schnell dabei gewesen, bei der Entscheidung. Und ich bereue es bis heute nicht, dass ich es gemacht habe. Ja. Und ist außergewöhnlich so lang und ich denke für dich auch speziell, weil du ja einen Haufen gerade am Anfang schon kennt hast, noch aus der Spielerzeiten. Ja, hat man natürlich relativ viel schon im Umfeld kennt, Junior-Obmann hat man kennt. Also es ist für mich jetzt nicht eine riesige Einwärmsphase gesehen, aber trotzdem sind natürlich viele neue Prozesse gesehen, gerade auch mit der Swiss Football League, wo man sich reinschaffen musste und es hat eine Zeit gebraucht. Und ja, darum bin ich umso froh, dass ich jetzt das Amt seit 13 Jahren ausüben darf. Was auch noch speziell ist, du kannst schon viele lange mit deinem Bruder zusammenarbeiten, mit dem Burgi, der auch eine gehörige FCV-Vergangenheit hat. Ja, er hat natürlich als Spieler extrem viel schon für den FC Vaduz geleistet und darum ist es eine super Konstellation, auch, ihn als Sportchef zu haben. Ich glaube, wenn man es ausgeschrieben hätte, dann täte man sowieso früher oder später auf ihn kommen und er macht es sehr gut und ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis, privat wie auch berufsgeschäftlich. Und jetzt seit 4 Jahren Präsident, was ist dort noch dazugekommen? Ja, viel mehr repräsentative Aufgaben, die ich damals von der Route übernommen habe. Ich hatte schon relativ viel vom Tagesgeschäft, gerade auch mit der Liga, mit dem LFV, aber sehr viele zusätzliche Sachen, auch sich im Juniorenbereich, im breiten Sport damit auseinanderzugehen. Und da hat schon das eine oder andere dazugekommen. Jetzt haben wir zum Sportlichen. Du hast natürlich auch als Nationalspieler hier einen Haufen erlebt in dem Stadion. Das ist wichtig für die Nationalmannschaft, weil in den 90er hat man sich ja hier angemeldet für EM und WM-Quali. Welches Spiel kommt dir da gerade in den Sinn? Ja, für mich persönlich, wo wir hier gegen Portugal gespielt haben, nicht das legendäre 2:2, sondern wo ich damals in der Nationalmannschaft gespielt habe, mit dem Luis Figo, Rui Costa und dann Starspieler. Und für mich war das unglaublich, ich bin dort am Schluss eingewechselt worden. Und es ist noch für mich heute noch ein riesen Erlebnis, wenn ich zurückdenke. Entwickelt hat sich ja dann nachher später auch die Zusammenarbeit, oder, vom FC Vaduz und LFV. Wie siehst du das? Ja, es ist klar, dass wir auf dieser Ebene eng zusammenarbeiten müssen. Es ist auch das Konstrukt im Leichtesten ist einfach klar, der Verband über 9 Spitzenfußball und wir Verein, wir 7 haben breiten Fußball. Und so ist es auch wichtig, dass man zusammenarbeitet, dass man eng zusammenarbeitet, dass man Sachen vorantreibt, aber auch verbessert, fortlaufend gewisse Prozesse so analysiert. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Jahren aber gute und richtige Schritte können machen. Verbessert worden ist auch laufend das Stadion. Es hat noch mal auf einmal mehr Zuschauer gegeben. Jetzt sind wir so bei 5.000 bis 6.000, je nachdem Liga oder Länderspiel. Ist das eine gute Größe? Ja, ich finde es lange vorig. Also darum habe ich mich oder mir so stark eingesetzt, dass die das Reglementsänderung gegeben hat von den geforderten 8.000 Sitzplätzen in der Super League, dass man dort davon abkommt, weil wir einfach der Meinung sind, dass es vollkommen reicht. Man muss auch ein bisschen auf die Regionen und auf die Vereine eingehen, die in der Super League oder in der Challenge League spielen. Und dort gibt es einfach mit uns, aber auch mit anderen Vereinen ein paar, wo die 8.000 Sitzplätze einfach überrissen waren. Und darum, finde ich, haben wir von der Größe her eigentlich ein gutes Stadion. Zur Zusammenarbeit mit der Command, ich glaube, gerade so das letzte Projekt hat dir auch Spass gemacht, da mit der Bande und was da sonst alles neu gemacht worden ist mit der Heizung. Was kannst du generell sagen zur Zusammenarbeit mit der Command Vaduz?
Also die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir haben mit der Gemeinde von Dotzen einen unglaublich guten und starken Partner bei uns an der Seite. Das brauchen wir auch. Wir sind darauf angewiesen, dass wir dort den Support haben, gerade auch was die Infrastruktur anbelangt. Mit dem Stadionteam, das da sehr eng mit dem FC von Dotzen zusammenarbeitet. Und ich glaube, behaupte, dass es wirklich auf einer sehr guten Ebene passiert und auch konstruktiv ist. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir dort so einen guten Support von der Gemeinde haben. Und als nächstes gibt es ja noch mal etwas, eine Kunststraße. Ja, genau. Unsere Kunststraße, die wir haben, ist in die Jahre gekommen. Er ist jetzt, glaube ich, etwa 13 Jahre alt. Und man hat auch verschiedenste Tests gemacht und ist einfach nicht mehr gut. Effektiver ist viel zu hart. Die Verletzungsgefahr ist gross. Darum hat man sich dort schon vor längerem entschieden, dass man dort einen neuen Platz macht. Und jetzt ist man in der Umsetzungsphase. Also ich hoffe, dass der neue Platz noch bis im November installiert wird. Ja. Wir haben jetzt eben aus deiner Sicht die Highlights gehört von der Nationalmannschaft. Beim FC von Dotz kommt jetzt mir der Moment in den Sinn, wo bei euch immer noch auf dem Titelbild ist, beim Facebook, wo die Frankfurter da waren. Ja, es ist einfach von der Atmosphäre her ein unglaubliches Spiel gewesen, also auch in Frankfurt. Aber für mich schon, es ist ein perfekter Abend gewesen. Es ist noch ein Beachvolleyballturnier im Städtli gewesen. Es sind viele Frankfurter Fans da gewesen, wo man im Vorfeld ein bisschen skeptisch war. Und schlussendlich hat es ja sensationelle Bilder gegeben, wo den Frankfurter Fans mit den Beachvolleyballern auf dem Platz gestanden sind, ein paar Bälle austauscht haben. Sehr friedliche Stimmung. Leider ist es fast friedlich auf dem Platz zugegangen. Wir haben 5-0 verloren. Aber ich glaube, das Rückspiel haben wir eigentlich relativ gut können gestalten mit 1-0. Und ist aber für uns trotzdem ein riesen Highlight gewesen. Und europäisch ist es ja dann nach dem 2019 mit Frankfurt letztes Jahr auch noch super weitergegangen mit dieser Gruppenphase zum ersten Mal. Ja, rein sportlich ist es natürlich nochmal getoppt worden, oder? Also mit der Reihe von der Gruppenphase für uns ist natürlich etwas, wo wir ja, vielleicht irgendwo im Hinterkopf hatten, dass wir so etwas erreichen können, aber nie geplant haben. Und ich glaube, wo wir es dann geschafft haben gegen Rapid Wien, es ist natürlich unglaublich gewesen. Und für mich ist auch das Spiel gegen Rapid, wo wir da wirklich eine Mannschaft dominiert haben, wo man nach 90 Minuten da gestanden ist und denkt, das ist das beste Spiel, das ich bis jetzt hier vom FC von Dotz gesehen habe. Europäisch hat es also die letzten Jahre super geklappt. Wie machen wir jetzt das, dass es in der Liga wieder gut kommt? Ja, da sind wir alle gefragt. Also ist sicher nicht das, was wir uns erhofft haben letzte Saison. Es war ein sehr turbulentes Jahr. Wie gesagt, sicher auch ein bisschen gekoppelt mit der Conference League. Aber wir haben gesehen, wir wollen uns jetzt wieder fangen, wir wollen wieder zu den Basics zurück. Gute Saison starten, bodenständig und dann Spiel für Spiel schauen, dass wir bis zum Winter in einer Schlagdistanz sind. Und unser Ziel ist, dass wir unter den besten 5 sind. Neben der sportlichen Sache haben wir ja noch anders vor in dieser Saison, also mit so Event und Zuschauerreaktionen. Kannst du da noch etwas verraten? Ja, es ist natürlich auch immer das Ziel, dass man mehr Leute ins Stadion bringt. Wir wollen mit unseren Spielern auch näher in der Region sein, bei den Jungen vor allem, bei den Nachwuchsspielern. Wir gehen Vereine besuchen mit unseren Spielern, laden nachher die ganze Nachwuchsabteilung ein und wollen eigentlich so wieder auch mehr Leute ins Stadion bringen und die Atmosphäre sehr ein bisschen verbessern. Gut, danke fürs Interview, Patrick, und einen guten Start in die neue Saison. Danke vielmals. Stocki, spezielles Datum, 25 Jahre Rheinparkstadion. Ich denke, da kommen dir ein Haufen Sachen in den Sinn. Was als erstes? Das ist so alt bin und das ist doch schon 25 Jahre her, wo ich das Stadion mit eröffnen durfte. Aber auch ein paar Highlights. Ja, mit der Nationalmannschaft natürlich, England, Portugal können da spielen. Das sind so die grössten Sachen, die man jetzt gerade so schnell in den Sinn kommen. Und du bist ja schon in der Phase da gsi, wo das gebaut worden ist. Dort bist du ein junger Spieler gsi beim FCV. Wie war das dort gsi für dich? Ja, speziell. Wir haben noch gewusst, ich komme von dort, haben gesehen, sie bauen jetzt ein neues Stadion. Dann sind wir noch fast auf der Baustelle, haben wir dann da Trainings beendet, sind noch auf Tresen rauf, haben wir das Stadion gebaut und eben den 98 Eröffnung gegen Kaiserslautern. Ein Highlight für mich als junger Spieler, das zu beschreiten dürfen und seit da im Fußball tätig sind, ist jetzt ein Startschuss gsi für mich. Eben angefangen da so 97, oder? Und das erlebt, wie das da entstanden ist. Und ja, man kann sagen, du hast das erste Goal dann im neuen Stadion gemacht. Ja, das sind so die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja. Das erste Goal, ich darf machen, ist leider ein eigenes Goal gesehen. Das 0-1 ja, passiert, ist als junger Spieler passiert, das noch häufiger, aber jetzt kann ich darüber lachen. Und es ist so eine Anekdote, die man sich jetzt erzählt, 25 Jahre später.
Das war am 31. Juli 1998 gegen den damaligen deutschen Meister Kaiserslautern. Ich denke, für dich als Nationalspieler war das ein grosses Highlight, der erste Sieg mit dem Nationalteam. Ja, es ist ein Schlag auf Schlag gegangen. 1998 haben wir in der Aserbaidschan gehabt, sie 2-1 geschlagen, der erste Sieg. Aber das Highlight, und nachdem sind noch viele, viele schöne Superspiele gekommen, die wir hier beschreiten dürfen. Und darum, ja, in dem Stadion fühle ich mich daheim und fühle mich wohl. Und darum ist das natürlich super jetzt. Aber du hast einen Haufen schöne Erlebnisse gehabt im Zusammenhang mit dem FC Vaduz. Aber du bist ja auch schon als ein Galler da gewesen. Wie war das Nest für dich, wenn du hierher gekommen bist? Ja, ich bin praktisch wieder zurückgekommen, nachdem ich in Österreich war. Und habe dann im ersten Jahr ist es umgegangen, mit St. Gallen wieder aufzusteigen. Sie sind dann auf Vaduz hergekommen, was für mich extrem speziell war. Vaduz hat den Domenaufstieg mitgespielt. Ja, ich durfte alles miterleben, als Spieler vom Heimteam und als Gegner. Und darum, ja, ich habe alles mitgenommen, was es da gibt in dem Stadion. Und auch als Zuschauer, also ich meine jetzt das speziell zu 75 Jahren FC Vaduz mit dem Herbert Grönemeyer, auch cool gewesen da drin, oder? Ja, das sind so Highlights. Ja. Es können viel mehr dann Events stattfinden, meiner Meinung nach, aber ja, das muss man mitnehmen. Ich glaube, das sind nicht so alltägliche Sachen bei uns im Land und auch in so einem Umfeld, und das ist sensationell gewesen. Und ja, man erinnert sich gerne zurück. Du sprichst es gerade mit den Events. Es geht da ja zwischen 5.000 und 6.000 grob gesehen ein. Und ich glaube, ihr seid noch dran, dass man mehr Sachen jetzt wieder macht, dass mehr Leute ins Stadion kommen. Kannst du da schon etwas verraten? Ja, schlussendlich soll es ein Familien-Event sein. Und man muss wieder alles dafür tun, dass man das ein bisschen als gesamtes Event sieht. Und Fußball ist ein Teil davon. Und wie in allen Stadien in Europa heutzutage auch. Fußball schauen, klar, man geht wegen dem Fußball, aber man muss noch mehrere Sachen anbieten und Familie ins Stadion locken und das Event ein bisschen ausbauen. Aber im Liechtenstein braucht das immer ein bisschen mehr Zeit. Aber wie gesagt, wenn die Leistung auf dem Platz stimmen, dann funktioniert es vielleicht auch neben dem Platz. Die neue Saison startet dann für den FC Vaduz mit einem Heimspiel. Das ist etwas Spezielles gegen Sio. Wie gehst du in die neue Saison? Jetzt haben wir zuerst noch zwei Conference League-Spiele, wo wir praktisch ernst kämpfen vor der Saison. Aber ganz klar, jetzt Saison nicht vorrangig in dem Sinne, dass wir alles andere links legen lassen. Aber das ist wichtig, dass wir gut starten. Und der erste Match gegen Sio ist für mich der beste Match, den wir haben können, weil Sio vermeintlich der Aufstiegsaspirant Nummer 1 ist, gute Mannschaft hat, aber zuerst mal der Challenge League ankommen muss. Und wir können im ersten Heimspiel schon das erste Ausrufezeichen setzen. Und das Ziel ist klar in Top 5? Ja, also man ist vermessen, wenn man jetzt das ja sagt, man will, alles andere wie Platz 1 wäre nicht gut. Wir müssen es stabilisieren, wenn wir das schaffen, unter die ersten 50 kommen, dann sind wir sehr bis zum Schluss immer wieder dabei und dann hat man noch die beste Ausgangssituation. Danke fürs Interview. Jetzt noch einen schönen Tag hier bei dem Jubiläum mit dem Spiel gegen Basel und eine gute Saison. Vielen Dank, danke vielmals. Ja, Petra, spezieller Tag, 25 Jahre Rheinparkstadion. Du hast aber schon vor ein paar Jahren deine ersten Erinnerungen zum FC Vaduz, gell? Ich war schon als Kind beim FC Vaduz zu Gast gewesen. Bei uns in der Familie hat immer jemand gespielt. Zuerst mein Onkel, dann mein Bruder, dann unsere eigenen zwei Buben. Also ich war sehr viel da draussen. Später dann als Gemeinderätin, jetzt als Bürgermeisterin. Wie siehst du die Zusammenarbeit von Vaduz mit dem Verein FC Vaduz? Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Ich meine, wir als Gemeinde sind verantwortlich für die Infrastruktur und sind da immer im engen Austausch. Wir tun das bereitstellen. Das Stadion ist das einzige im Liechtenstein, das zugelassen ist für internationale Spiele, für den FC Vaduz und für die Nationalmannschaft. Und darum sind wir da sehr bemüht, dass die Infrastruktur passt. In Torres haben wir natürlich auch einen Haufen internationale Gäste, immer im Städtle. Zum Beispiel auch beim Beachvolleyball, so die von Frankfurt. Ja, genau. Also es sind immer sehr schöne Anlässe, wo wirklich das Liechtenstein und somit auch Vaduz so gegossen tragen und bekannt machen. Und wird immer sehr, sehr geschätzt, was wir denn da für eine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Heute das Freundschaftsspiel gegen Basel. Hoffen wir, es passiert auch bald wieder einmal in der Super League. Ja, ich würde sagen, es wäre wieder ein Ziel für den FC Vaduz. Es motiviert und ich denke, es ist eine Perspektive, die sie ruhig wieder dürfen in Angriff nehmen. Gut, danke fürs Interview, Petra. Sehr gern, danke vielmals.